jetzt machst du den wieder zu. Das Grüne ist der Istwert. Jetzt sind wir gerade im Moment noch bei 59 Grad Celsius. Jetzt wird es gleich ein bisschen wieder klopfen. Da kommt dann der Dampf, weil wir heizen hier bei uns alles mit Dampf, sowohl das Wasser als auch jetzt den Maischbereich. Wir werden feststellen, dass sich die Maische von der Geschmack-Aromatik her völlig verändert hat. Ja? Und das haben nur die malzeigenen Enzyme gemacht, sonst niemand. Olli, ist das was Besonderes für dich, dass wir hier dieses erste Würzburger Fanbier brauen? Ja, natürlich ist das was Besonderes, weil zum einen, dass ihr natürlich da seid. Und was wir heute früh hier veranstaltet haben, war natürlich für mich auch das erste Mal. Wir haben nämlich eine halbe Stunde diskutiert, welches Bier wir letztendlich brauen. Und mein Vorschlag wurde sofort abgelehnt. Wäre für mich einfacher gewesen, gerade was die Rohstoffzusammenstellung angeht. Aber wir haben uns dann geeinigt und man sieht hier schon so Ansätze vom Ergebnis. Das ist allerdings nur die Würze. Aber wir haben uns dann auf einen Biertyp oder einen Bierstil geeinigt und ja, da drin sind jetzt eigentlich außer den Standardmalzen nur noch ein Melanoidin-Malz und ein Cararet, deshalb auch so ein bisschen dieser leichte rötliche Farbton. Wenn man sich jetzt vorstellt, das sind unsere kleinsten Tanks, haben wir natürlich Tanks mit 500 und 1000 Hektoliter. Das heißt, da passen mehrere Reisebusse rein, wo da drin spazieren laufen können. Eine einmalige Aktion, da mal reinzuschlupfen. Hängt komplett strecken und so rein und dann raus. Schau mal, er geht da wunderbar rein. Das ist unsere Wünsche. Komm. So, wo ist unser Kameramann? Ich hab's. Ein bisschen. 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 Ein bis